Der Herr sagt: Blast die Trompete, schlagt Alarm und serviert ihnen die Wahrheit. Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. April 2010. Von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser. Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, für die Wächter des Herrn und für all jene, die Ohren haben und hören. Das sagt der Herr zu seinen Söhnen, die übrig geblieben sind. Jene, die sich nicht von mir entfernt haben. Jene, die treu sind und an der Linie festhalten. Seht, in eurer Mitte habe ich eine Messlinie ausgelegt. Ja, inmitten vieler Stolpersteine habe ich sie ausgelegt, damit meine Diener ihr folgen und den geraden Weg beschreiten können. Und obwohl ihr noch stolpert, habe ich sie wirklich vor euch ausgestreckt, damit ihr nicht fallt und unfähig seid, wieder aufzustehen. Denn das Gewicht dieser Offenbarung ist in der Tat sehr schwerwiegend und sie wird auf großen Widerstand stoßen. Schaut, auch Verfolgung und Verleumdung wird zum Vorschein kommen, um euch den Weg zu versperren. Viele Stimmen werden euch für eure Taten verurteilen und viele Beschuldigungen werden kommen aufgrund meiner Worte. Seht, sie sind schon hervorgekommen und sie werden weitergehen und massiv zunehmen. Seid aber nicht bestürzt über diese Menschen, noch überrascht über ihre Worte. Ja, hört ihren Verleumdungen nicht zu. Und wenn sie näher kommen, um euch mit Worten und Taten zu beschimpfen, dann sollt ihr euch weder wegdrehen noch davonlaufen. Denn ich werde mit euch sein. Und ich werde in euch wohnen, wie eine feurige Flamme. Seht, ich werde euch zu einer befestigten Stadt machen, gegen sie, mit hohen und dicken Mauern, erbaut mit starkem und gehärtetem Mörtel, die niemand überwinden und kein Feind durchbrechen kann. Denn keine Waffe, die gegen mich geschmiedet ist, wird Erfolg haben. Ich bin der Herr. Deshalb spreche ich noch einmal zu jenen, die sich weder in Gedanken noch durch ihre Taten entfernt haben. Zu jenen, deren Herzen dem Heiligen Bund nahe bleiben und deren Gedanken fixiert sind auf das Ziel, deren Gedanken mit unveränderter Miene an der Vision festhalten. Steine, die nicht von meiner Absicht weggedreht werden können. Steine des Anstoßes inmitten dieser extrem rebellischen Generation. Diener, die in meiner Liebe bleiben, die sich nach Gerechtigkeit sehnen, die wie Wasser hinunterfließt und nach Rechtschaffenheit, die wie ein mächtiger Strom fließt. Denn der Eifer des Herrn der Heerscharen wohnt in ihnen. Söhne des lebendigen Gottes, Söhne nach meinem eigenen Herzen, sagt der Herr. Deshalb, meine Söhne, hört das Wort aus meinem Mund und tut es. Beachtet meine Anweisungen und zögert nicht, wenn der Erlass hinuntergesandt wird. Geht hinaus in meinem Namen und zögert nicht, noch lasst euch davon abbringen, denn der Mund des lebendigen Gottes hat gesprochen. Doch bis eure Tage erfüllt sind und die Fülle dieser Zeit hereinkommt, gebiete ich euch Folgendes. Trompetet meine heftige Rüge und macht meine Empörung bekannt, ohne Unterlass. Ja, trompetet meine Worte, verkündet meinen Zorn in jedem Winkel eurer Reichweite, durch jede euch zur Verfügung stehende Kommunikationsmöglichkeit. Sprecht meine Worte laut und blast die Trompete gegen diese Nation und gegen die Kirchen der Menschen. Denn ihretwegen bin ich sehr verärgert. Ja, lass sie in jedem Winkel der Erde ertönen, sagt der Herr Gott. Ja, meine Wächter, nehmt die Trompete
und wendet euch den Kirchen der Menschen zu und verkündet das Wort aus meinem Mund, damit der Klang meiner Stimme sie demütigen kann. Doch wenn sie sich auf keine Art und Weise demütigen lassen, während sie das Wort des Herrn hören, werde ich an einem Tag und zu einer Stunde, die sie nicht erwarten, hervortreten und sie nackt ausziehen und all ihre Reichtümer auf den Boden schütten. Seht, ich werde sie sieben und einen Rest aus ihrer Mitte hervorbringen. Und sie werden ganz allein zurückgelassen werden, in Verwirrung und Tränen, sagt der Herr, euer Gott. Deshalb blast die Trompete, meine Söhne. Trompetet laut vor ihren Gesichtern. Denn die Zeit der Zurechtweisung des Herrn ist gekommen und die Warnung muss verkündet werden. Geht, zögert nicht. Trompetet auf jede Art der Kommunikation und über die Geräte, in ihre Gruppen und in ihre Gesichter. Geht, geht und tut es so, wie ich euch führe. Verkündet es ihnen, indem ihr die Geräte der Menschen benutzt und geht auch persönlich, zwei zusammen oder in einer kleinen Gruppe. Geht, geht wo auch immer ihr willkommen seid und auch da, wo ihr verhasst seid. Seid mutig und geht. Geht hinaus und macht Feinde aus allen Völkern und Nationen. Verursacht eine große Spaltung, auch innerhalb der Kirchen der Menschen. Denn ich bin nicht gekommen, um ihnen Frieden zu bringen, damit sie in all ihrer Unzucht ruhig sitzen bleiben können oder um tatenlos zuzusehen, wie die Ungerechtigkeit sie einholt. Nein, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern Krieg, eine große Spaltung in meinen Gliedern. Denn dies ist das Schwert, welches ich bringe, bis hin zum Töten jedes Herzens und zum Aufbrechen jedes falschen Fundaments. Seht, ich bin gekommen, um zu spalten und in Stücke zu schneiden, bis all diese Feindschaft eliminiert ist, sagt der Herr. Jetzt geht und seid für sie ein ekelhaftes Geschwür, das nicht entfernt noch geheilt werden kann. Ein widerlicher Gestank in der Nase aller, die mich hassen. Ja, geht und macht aus euch ein Spektakel um meines Namens willen und rüttelt sie auf, sagt der Herr. Serviert ihnen die absolute Wahrheit und meine starke Zurechtweisung. Serviert ihnen jedes Wort meines heißen Unmutes. Und lasst nicht nach, sondern fahrt fort, bis ein großer Aufschrei gegen euch entstanden ist. Und wenn ich euch aufrufe, euch von einem Ort zu entfernen, sucht einen anderen. Lasst euren Segen bei jenen, die zugehört haben, und segnet sie in meinem Namen. Auch all jene, die Tränen der Reue und Freude vergossen haben, als sie das Wort des Herrn hörten. Doch wendet euch von jenen ab, die mich hassen, denn ihr werdet sie an ihrem Zorn und an der Dunkelheit ihrer Gesichter und an den Worten aus ihrem Mund erkennen. Dreht ihnen den Rücken zu und schüttelt den Staub von euren Füßen als ein Zeugnis gegen sie, sagt der Herr. Fürchtet euch nicht, meine Söhne, noch seid überrascht von ihren Blicken. Noch beachtet ihre Worte, noch versteckt euch vor irgendeinem Stein, der in eure Richtung geworfen wird. Denn ich bin mit euch. Ich bin eure Stärke und euer Schild, ein starker Turm, der auf keine Weise niedergerissen werden kann. Denn ich bin der Herr. Stark ist der eine, der mit euch geht. Treu ist er, der rasch kommt, um euch zu retten. Er, der vor euch geht und immer euer rückwärtiger Wachmann bleibt. Deshalb hört mir jetzt zu, all ihr arroganten Kirchen. Höre das Wort aus meinem Mund, o du schreckliche Generation.
Denn dies erklärt der Herr Gott mit einer lauten Stimme. Dies ist mein Wort. Und seht, ich habe gewiss meine Propheten vor euch gesetzt. Sie hören meine Stimme, und mein Geist nimmt rasch zu in ihnen. Meine Stimme wird immer lauter. Seht, meine Gegenwart wird bei ihnen sein, wie ein mächtiger und schrecklicher, an dem Tag, an dem ich sie sende. Mein Geist wird sich in ihnen voll entfalten, wie ein Feuer, das nicht gelöscht werden kann. Wehe deshalb allen, die gegen sie kommen, sagt der Herr, euer Gott. Denn seht, ich komme herunter. Völker der Erde, ich komme zu euch herunter, mit meinem linken Arm ausgestreckt, um zu richten und zu strafen, und mit meinem rechten Arm angewinkelt, um zu retten und zu befreien. Es ist Zeit. Der Tag ist weit fortgeschritten. Die Stunde geht zu Ende. Und seht, der Zorn des Herrn kommt hervor, um die Nationen zu bestrafen. Und die Urteile des Allerhöchsten werden auf die Menschen herunterregnen. Seht, die ganze Erde wird erschüttert werden. Und jeder Mensch wird an seinem Platz zittern. Ja, jedes Antlitz wird vor Angst blass werden. In der Tat wird das Herz eines jeden Menschen in seiner Brust beben, aufgrund des Terrors des Herrn. Seht jetzt und erkennt, öffnet eure Ohren und hört. Denn obwohl ihr noch dumpf hört, wird das, was vor euren Augen geschieht, für sich sprechen. Und auch wenn eure Augen mit Purpur und Scharlach bedeckt bleiben, wird es deutlich werden für euch. Und auch wenn es aussieht, als ob es sich verzögert aufgrund der Dunkelheit eures Verständnisses, wird es sich nicht verziehen. Es kommt ganz sicher. Seht, ich komme schnell. Ja, blicke auf den Tag, du törichte Generation. Der Tag des Herrn ist hier. Schau, er ist an der Tür und ist dabei, hereinzukommen. Deshalb bereut und ruft den Namen an. Völker der Erde, schreit auf und ruft den Namen der Barmherzigkeit an. Ruft den einzigen Namen unter dem Himmel an, durch den ihr errettet werden müsst. Meine Kinder, ruft seinen Namen an, sofern ihr ihn kennt. Ruft den Namen der reinen Gerechtigkeit, der Majestät und der rettenden Gnade an. Ja, ruft laut und sagt, Gnade, Gnade. Meine Leute, sprecht seinen Namen laut und bereut. Opfert eure Tränen und bekennt eure Sünden. Tut es schnell, bevor die Tür verschlossen wird, sagt der Herr.